Hallo, wieder mal zu einer Folge von Comics und Bier Doppelbook und heute aus den geheiligten Hallen der FedCon. Und da die FedCon in einem Hotel stattfindet, sieht auch alles wie Hotel aus. Also auch unsere jetzige Aufnahme Kulisse. Also ihr seht es ja, das ist also dieses zeitlose Hotel-Design. Ja, das ist also wunderbar, diese Vorhänge hier, wenn man das sieht. Also ich bin auch erstaunt, man hat ja diese Räume hier komplett renoviert in den letzten Jahren. Und man hat also sehr geschmackvolle neue Vorhänge in die Räume eingebracht. Also, ne? Der Mensch, der sich hier neben mir gerade übrigens so sachkundig schon geäußert hat, das ist der Ralf. Grüß dich, Ralf. Hallo, mein Name ist Ralf Schmidt. Ja, freut mich, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Und der Ralf, der ist für mich ein ganz besonderer. Der ist nämlich hier zwar auf der FedCon, aber eigentlich ist er der Mitorganisator der Timelash, der Doctor Who-Con. Und ich bin ein ganz großer Doctor Who-Fan. Ja. Und wir waren schon das eine oder andere Mal bei euch auf der Messe, die so richtig cool ist. Aber sag mal, was treibt dich denn jetzt auf die FedCon, wo du doch eigentlich deine eigene Con hast? Ja, das ist, ich sag mal, da kommt natürlich eins zum anderen. Ich bin ja selber schon lange Sci-Fi-Fan und Film-Fan. Natürlich auch Comic-Verfilmungen, weil wir heute über Comics sprechen. Es ist halt so, das ist jetzt hier auch meine 24. FedCon, wo ich bin. Das heißt, es hat eine 24. Ja, ja, geil. Ich bin also seit 1997, war das glaube ich, die 5, bin ich hier mit als Gast auf der Con gewesen. Und habe dann später auch noch ein paar Jahre beim Weekend of Horrors habe ich Moderation gemacht. Und da ist natürlich, ich sag mal, so ein Wunsch irgendwann auch mal entstanden. Auch man könnte ja mal vielleicht mal was Eigenes machen. Und da ich halt, ich sag mal, mit dem Neustart der Doctor Who-Serie bin ich da großer Fan geworden, habe alles aufgeholt, habe die ganzen Klassikfolgen geguckt. Und dann hat man halt so auch Leute gefunden, hat gesagt, hey, warum gibt es da eigentlich nicht eine Convention für Doctor Who? Warum wird da nichts gemacht? Sollen wir nicht mal irgendwas organisieren, so ein Evening With oder so? Man fängt ja halt klein an, man will ja eigentlich nicht direkt so eine Riesenveranstaltung oder eine Convention machen. Man muss mal dazu sagen, die Timelash, die findet jährlich in Kassel statt. Natürlich jetzt aufgrund der internationalen Pandemielage haben wir die auch ausgesetzt für letztes und für dieses Jahr, weil wir halt eine Größe anstreben von 800 bis 1000 Fans. Jetzt muss man natürlich sagen, für eine themenbezogene Convention ist das schon sehr viel, was wir da zusammengetrommelt haben. Und wir sind halt damals gestartet, ich glaube 2015 war das, mit der Timelash 1. Das Ganze lief über ein Crowdfunding-Projekt, wo wir halt gesagt haben, wir probieren das, wir sammeln mal ein bisschen Geld ein, gucken, ob was zusammenkommt, weil so eine Convention, die kostet natürlich, ne, weil da muss viel bezahlt werden. Und dann haben wir das auf die Beine gekriegt, haben damals das Crowdfunding gemacht, hatten eine Summe angestrebt und sind dann weit über die Summe hinaus und haben wir dann mit meinen damaligen Partnern, der Pascal Zielke und die Simone Veolka, der Pascal Zielke, der ist beim letzten Mal jetzt ausgestiegen, das heißt, wir machen es noch mit zwei Leuten, haben wir dann halt gesagt, okay, wir ziehen das durch, wir tragen das Risiko, haben dann den ersten Event gemacht, der war auch sehr erfolgreich. Also im Prinzip ist diese ganze Idee auch geboren aus meinem Fansein raus. Ich denke mal, eine FedCon wird da auch zu beigetragen haben, wo man sich vielleicht mal einen Anreiz auch geholt hat. Ich habe halt sehr, sehr viele Conventions besucht, international, hier in Europa, war auch mal auf einer Con in Amerika oder so, dass man halt mal überall so einen Einblick hat. Und dann probiert man das einfach. Und dann heißt es einfach machen, mal schauen. Und wir hatten ja damals schon zu der ersten Timelash dann auch irgendwie direkt 14 Gäste oder so. Also das war schon für die Größe des Events, war das schon eine tolle Sache. Ne? Und es ist halt sehr positiv angenommen worden. Dann haben wir gesagt, okay, wenn was erfolgreich ist, dann wiederholt man es. Dann haben wir halt eine zweite gemacht. Und klar, wir machen es halt als Fans für die Fans. Und das sollte auch so bleiben. Wir haben auch nie gesagt, wir wollen vergrößern, wir wollen in dem Rahmen bleiben. Du hast natürlich dann ganz klar Einschränkungen, dass du gewisse Gäste nicht holen kannst. Also ich sag mal, so ein Budget, wie jetzt eine FedCon hat oder eine MagicCon, das ist ja eine andere Hausnummer mit Hotel. Ne? Also von daher. Wobei die FedCon ja auch mal so als kleines Fan-Treffen angefangen hat. Also die FedCon ist ja generell eine tolle Veranstaltung. Man sagt ja auch immer, man fährt zu der Con-Familie. Das ist so, man spricht mit den Leuten. Man hat viele Leute, die auch wirklich sagen, hey, ich fahre hin, um Menschen zu treffen. Es ist ja auch oft so, man hat Leute, die trifft man einmal im Jahr, die kommuniziert vielleicht über die Social Media mit denen übers Jahr, weil halt der eine kommt aus Hamburg, der andere kommt aus Augsburg. Und da hat man halt nicht so die Möglichkeiten. Und da ist natürlich so eine FedCon,
ist ein idealer Anlaufpunkt, genauso wie eine Timelash für Doctor Who-Fans, aber hier hat man ja die Bandbreite. Mhm. Hier hast du die Star Trek-Fans, hier hast du. Und wenn du dann neben dem Bookie stehst, der heute rumgelaufen ist, und dann hast du ein paar Ghostbusters oder hast sonst irgendwas. Ne? Und das ist halt das Tolle auch an der FedCon. Ne? Du kannst dich mit den Leuten unterhalten, austauschen. Und das Feeling, der Spirit, also diese Gemeinschaft halt, das ist hier wieder gegeben. Also würde ich definitiv sagen. Ja. So, jetzt hast du dich hoffentlich schon durstig geredet. Ja. Weil reden kann ich ja. Ich habe uns nämlich hier ein Bierchen eingegossen. Ja. Aus meiner Heimat, Hey Joe. Ein California Pale Ale. Mhm. Bin mir gar nicht hundertprozentig sicher, ob wir das. Wir hatten schon von Hey Joe das eine oder andere in der Show. Ich weiß noch nicht, ob wir das California Pale Ale schon hatten. Der kleine Brauerei bei uns in der Stuttgarter Region. Die haben wir hier in diesen malerisch schönen Hotel Biertulpen einmal eingegossen. Ja, dann zum Wohl. Ne? Zum Wohle. Wollen wir das mal trinken? Also Hey Joe kann ich immer bedenkenlos hingreifen, mal gucken, was du dazu sagst. Ja, jetzt mal einschucken. Ja, das ist schon mal ganz. Das ist ganz gut, gell? Mhm. Ja, die also haben eine schöne. Machen Biere, die sehr frisch sind, mit einer schönen herben Note drin, mhm. mit wirklich guten so Aromahopfen. Und geht schon ein bisschen in die etwas bittere Richtung immer, aber ist nicht zu bitter, weil es gibt ja gerade in dieser Grafbier-Szene auch Biere, die sind dann ja so bitter, dass es dir die Fußnägel aufrollt. Ja. Das ist bei dem nicht so. Du hast. Also ich sag mal, ich bin ja auch so der klassische Guinness-Trinker. Mhm. Ja, also Guinness so diese Geschmacksart oder so, wenn es dann ein bisschen stärker ist, das mag ich eigentlich. Ne? Also ich bin auch nicht mal so der Freund von diesen hellen Bieren, also so wenn du jetzt diese Standardbiere wie ein Krombacher oder sowas nimmst. Ne? Also das ist natürlich das ist überhaupt nicht mein Ding. Ne? Und dann sag ich lieber mal sowas ausprobieren oder mal was Exotischeres in Anführungszeichen, dann findest du ja auch mal tolle Sachen, ne? Die man dann so trinken kann. Ne? Also ich persönlich bin übrigens auch ein großer Dunkelbier-Fan und mag auch diese englischen Stouts sehr gerne. Hier diese... Bleib! Bleib! Ne, bleibt. Alles easy. Bleibt, alles easy. Aber gerade diese Sachen hier, also da bin ich mittlerweile so richtig schön Fan davon. Unten kommt dann auch immer noch so ein bisschen hier das Trübe mit rein, wenn man dann sich der Flasche im Flaschenende nähert, was wir aber mittlerweile gelernt haben. Man soll es nicht vorher irgendwie aufschütteln, sondern man soll es erstmal sogar in der klaren Form trinken und erst später dann praktisch der Satz mitkommt, den eingießen, weil das unterschiedliche Geschmackskomponenten dann ergibt. Würdest du denn jetzt sagen, dieses Glas ist optimal für dieses Bier? Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Das hat ja was hier von Labor oder so. Ja, ne? Nee, also das ist schon so, die eigentlichen Craft-Bier-Gläser, die haben immer irgendwo so eine gewisse Rundung drin, damit sich das Aroma so ein bisschen besser noch entfalten kann. Aber du, wir müssen so ein bisschen Abstriche machen. Das ist ja generell, wie jetzt auch hier bei der Con, es müssen halt ein paar Abstriche gemacht werden. Genau. Dann nehmen wir auch mal das in Kauf hier, ne, mit den Gläsern hier. Gut, und dann heißt es ja wie immer Comics und Bier, das heißt, wir machen auch natürlich Comics. Und ich fange mal mit meinem an. Du hattest jetzt gerade ja gesagt, du bist gar nicht der ganz, ganz, ganz große Comic-Kenner. Das ist aber bei uns ja auch gar nicht notwendig. Aber du bist ein großer Fan der Marvel- und DC-Verfilmungen. Das ist richtig, ja, da habe ich auch sehr, sehr viel gesehen. Versuche auch aktuell auf dem Ball am Ball zu bleiben, was ja gar nicht so einfach ist, weil da halt unheimlich viel Content immer nachrückt. Ne? Klar, wenn jetzt der neue Marvel-Film im Kino läuft, Venom werde ich mir wahrscheinlich aussparen, aber ansonsten so die alle Marvel Cinematic Universe oder so, also das ist für mich schon seit Jahren jetzt eigentlich ein Highlight. Ich meine, wir hatten 2008 den Iron Man 1, den habe ich damals noch nicht gesehen, weil ich mit Iron Man nicht so viel was anfangen konnte. Weil ich selber halt in den 80ern bin ich groß geworden, habe verschlungen und hatte hunderte Comics damals, Superman, Batman, das waren halt so meine Sachen, Wonder Woman und sowas. Und da muss man leider heute sagen, dass die Marvel-Verfilmungen da wesentlich besser sind wie die DC-Verfilmungen teilweise. Ja, dafür kann DC bei den Serien, die ich immer sage, immer ganz gut mithalten. Aber ich habe dann genau nämlich das Richtige für dich rausgesucht. Der nächste Marvel-Film, der kommt, sind die Eternals. Ja. Und da ist natürlich jetzt im Vorfeld des Filmes einiges erschienen, was man lesen kann, was man lesen könnte. Mhm. Aber dieser Band, den will ich mal ganz besonders hervorheben. Alte Götter heißt der. Und der ist geschrieben von Neil Gaiman. Mhm, der sagt mir auch was. Ja. Und gezeichnet von John Romita Jr., also wirklich zwei Größen des Genres. Und Neil Gaiman
der hat ja mit American Gods erst richtig was abgeliefert und ist sowieso einer der ganz großen Schreiberlinge, der auch den Sandman neu gemacht hat. Und der hat damals 2006, 2007 diese Geschichte geschrieben. Und zwar die Eternals im Marvel-Universum, die gibt es schon relativ lange. Mhm. Die hat Jack Kirby schon erfunden gehabt und geht also relativ weit zurück. Und das sind Gestalten, die also sehr, sehr, sehr stark sind, die auch unsterblich sind und die von den Celestials geschaffen wurden. Und zwar sagt die Geschichte, und die findet man eben auch hier drin, dass die Celestials, also irgendwelche Überwesen, auf der Erde die Lebenssaat gestreut haben. Und daraus sind zwei verschiedene Gruppen entstanden, die antagonistisch zueinander waren. Die einen sind die Eternals. Und die kämpfen praktisch gegen diese andere Gruppe und haben dann hinterher auch die Menschen beschützt. Mhm. Das ist also so der Punkt. Und dieser Band hier, der beginnt damit, dass die Eternals in der Jetztzeit, beziehungsweise in dem Fall natürlich 2006, 2007, dass man sieht es an den Handys, dass die ganz normal in der Gesellschaft leben und vergessen haben, dass sie solche Quasi-Götter sind. Mhm. Und jetzt praktisch erst wieder zu sich selber finden und auch ihre Kräfte erst wieder entdecken. Und das natürlich im Angesicht einer sehr, sehr, sehr großen Bedrohung. Und damit hat eben Neil Gaiman diese Charaktere zurückgebracht ins Marvel-Universum. Der Film enthält große Teile aus diesem Comic. Und es ist natürlich immer positiv dann zu hören, wenn man sagt, man hat viele Elemente oder vieles herausgenommen, sodass dann wirklich auch der Comic-Fan dann bedient wird und man, ich sag mal, mit einem halbwegs guten Gefühl im Kino sitzt. Ich, der jetzt natürlich nicht so eine Vorlage kenne, würde dann halt einfach ins Kino reingehen und würde halt mal sagen, okay. Aber man kann dann natürlich, wenn man da Interesse hat und dann sich da einfach nochmal einlesen. Oder wie du jetzt, ich meine, wir haben ja hier eine Vorlage, dass man wirklich sagt, hey, ich kaufe mir mal vorab das Comic und schau mir das mal an, was passiert denn da so. Ja. Ne? Ja, das macht ja eh Sinn. Und Neil Gaiman, das ist ja ein ganz großer, wie du sagst, Sandman wird ja verfilmt. Kommt oder, auch demnächst, ja. Auf Netflix als Serie dann ja. Auch. Ne? Da gibt es auch eine Audio-Adaption, die gibt es in Englisch und in Deutsch. Und die ist richtig gut. Die ist gut, ja, die ist wirklich gut. Das ist natürlich sehr, also Sandman ist ja auch sehr komplex, ne? Also da muss man auch ein bisschen, ne? Also ich finde sowas immer schön, wenn man das auch im Hardcover hat, ne? Heute hat man wirklich als Graphic Novel Fan, also du hast echt schöne Editionen oder so. Wir haben ja auch hier dieses Batman The World, das gibt es glaube ich auch im Hardcover, ne? Und den gibt es auch im Softcover. Ja, aber das ist natürlich toll. Und wenn du sowas dann noch sammelst, ne, ins Regal stellen, also man merkt schon, man hat da, ich sag mal, dass Comics Kinderkram sind oder so, das sehe ich eigentlich gar nicht mehr. Ist schon also das ist durch das Thema. Und ich finde es auch bemerkenswert, halt teilweise die Zeichenstile. Ne, also wenn ich es auch hier sehe, das ist toll gemacht. Ne? Definitiv. Also das macht Spaß, sowas. Deswegen, ich muss dann immer ein bisschen aufpassen, auch wenn du mir dann mal irgendwelche Comics dahin legst und so, dass ich dann nicht so angefixt bin, weil da ist man ganz schnell dabei und sagt, hey, ich will da mehr haben, ich möchte mehr Content haben. Wie ist das denn hier bei Eternals? Du hast mir jetzt dieses alte Götter, wo du sagtest, da sind Elemente in dem Film. Gibt es denn da noch mehr Bände aus dieser Reihe Eternals? Oder? Es gibt noch mehr, wobei das ist jetzt praktisch dieser Neil Gaiman Run, also auch eine abgeschlossene Geschichte. Es gibt noch wesentlich mehr Eternal Bände und auch ist noch einiges gerade rausgekommen, auch so quasi so ein Best-of-Band, wo so die besten Geschichten drin sind und so. Aber innerhalb dieser Eternals-Veröffentlichung ist das hier mein Favorit. Ja. So, und jetzt machen wir mal dieses Bier auf. Das ist von meiner derzeitigen Lieblingsbrauerei, Sudden Death heißen die. Und was mir natürlich an dem hier gefällt, ist, dass es so ein Simpsons-Design hat, an die Simpsons angelehnt. Also da ist ein Typ, der, naja, entfernt wie ein Hippie Flanders aussieht. Eat my hazy is not a proper beer name. Und genauso heißt dann eben auch das Bier. Eat my hazy is not a proper beer name. Solche Sachen machen die immer. Variieren die hier mit dem Cover oder ist das immer das Gleiche? Nee, die variieren immer. Ich habe erst heute auf der Bühne ein Bier nach außen gegeben von denen. Da ist vorne ein Darth Vader drauf mit einer Eishockeymaske. Das ist auch cool, ja.
Und die machen also echt immer so coole Sachen und deswegen sind die bei mir hier bei Comics und Bier Doppelbook auch immer sehr wohl gelitten, weil das einfach von den Bieren, die die machen, auch immer so ein bisschen was Popkulturelles mitbringt. Oh, das ist jetzt aber schon wesentlich heller wie das andere, ne? Ja, das ist ein New England India Pale Ale. Also vorher hatten wir ja ein California Pale Ale, das ist jetzt ein New England. 7% hat das. Ja, und die machen immer mit ordentlich Volumen ihre Biere, aber auch mit einer sehr fruchtigen, runden Note. Jetzt haben wir natürlich hier diese Kackgläser und wir haben auch keine zwei. Aber du, da müssen wir eben kurz warten. Das dauert noch ein bisschen. Können wir aber noch so ein bisschen über Cons philosophieren? Ja, das ist. Wir haben noch gar nicht gesagt, wann die Timelash nächstes Jahr ist. Das ist ja dann die Timelash 6. Die findet am 22. und 23. Oktober statt. Und wir haben jetzt momentan noch den Ticketverkauf wieder ausgesetzt, weil wir halt gesagt haben, das macht keinen Sinn. Den starten wir wieder im Januar. Also da gibt es dann wieder Tickets unter www.timelash-event.de oder halt auf Facebook haben wir auch eine Page, wo man uns liken kann, wo es dann auch den Link zum Ticketshop geht. Man kann uns auch Fragen stellen über die Facebook-Page oder so. Die Simone oder ich, wir sind da eigentlich immer Gewehr bei Fuß, wenn einer was wissen möchte oder so. Aber eigentlich musst du die ja gar nicht mehr bewerben. Also jeder Dr. Who-Fan weiß das doch und ihr seid doch eigentlich auch immer ausverkauft. Du glaubst gar nicht, wie viele Leute man noch trifft, die da nie was von gehört haben. Es ist ja, wir sind natürlich auch sehr stark dieses Classic-Who-lastig, wo dann halt viele, man differenziert ja immer so ein bisschen, wobei man das eigentlich nicht sollte, in dieses Classic-Who und in New Who. Und aber wir haben trotzdem, wir haben eine große Bandbreite. Also wir haben auch schon Writer gehabt aus der New Series. Wobei, wie gesagt, es ist ja immer eine Fortsetzung der Serie, es ist ja kein Reboot gewesen. Die Serie hat ja immer weitergelaufen, hat sich entwickelt und variiert. Und ich bin halt guter Dinge, dass das nächstes Jahr wird. So, und ja, hier auch die FedCon, ich denke mal im nächsten Jahr, dann sind wir am Pfingstwochenende, Anfang Juni, ne? Schauen wir mal, was bis dahin ist. Können wir uns einfach mal um das Bier? Ja, ich gebe mal ein bisschen nach hier noch. Also da ist eine sehr, sehr, sehr starke, schöne Hopfennote drin, die ich richtig toll finde. Bin gespannt, wie das, das riecht gut. Wie das Ding dann schmeckt. Ja, das ist so, wie ich mir ein Bier von Sandes vorstelle, mit einer schönen, fruchtigen Note. Ja, das hat sowas, ne? Es ist herb, es ist ein bisschen zitronig, es ist aber nicht zu fruchtig, es ist nicht süß, es ist eher herbfruchtig, würde ich sagen. Herbfruchtig mit so einer leichten Zitranote drin. Ja, Zitrusfrucht, das ist lecker. Also das ist gut hier. Das eine war schön ein bisschen herber und das ist ja, wie du schon sagst, mit dieser fruchtigen Note. Deswegen macht das auch durchaus Sinn, dass man mal so verschiedene Biere ausprobiert. Also da gibt es schon tolle Sachen, ne? So, jetzt können wir auch über den Comic reden, den du gerade schon mal vorher kurz hochgehoben hattest. Mhm. Und zwar gehen wir praktisch auf die andere Seite. Ich hatte ja gerade was von Marvel, du hast was von DC dabei. Genau. Und zwar heißt der Band, den es auch im Hardcover gibt, aber hier die Softcover-Version, Batman The World. This one here, ja. So, was ist jetzt das Besondere an Batman The World? Also man hat hier im Prinzip, man hat ein Projekt gemacht, wo man gesagt hat, wir holen uns Zeichner aus verschiedenen Ländern, insgesamt 14, wenn ich das richtig gezählt habe, die halt verschiedene Zeichenstile haben. Und wenn man mal so durchblättert, man sieht schon, dass da markante Unterschiede sind in den Arten der Zeichenstile. Und ich finde es halt einfach interessant, dass man so ein Projekt gestartet hat, wo man sagt, wir machen einen Comic, veröffentlichen das an einem Tag in verschiedenen Ländern, in den jeweiligen Sprachen und geben da den Ländern oder Zeichnern aus den Ländern mal eine Chance, ihre Interpretation von einer Batman-Geschichte darzustellen. Das ist natürlich ein tolles Projekt, wo man dann auch mal eine Bandbreite sehen kann. Das ist also wirklich toll gemacht und man erkennt die Unterschiede. Und ich denke mal, das ist das Besondere, weil wenn man normalerweise einen Comic hat, dann hast du diesen einen Zeichner, der kommt aus einem Land. Und hier einfach mal zu sagen, wir machen Batman The World und geben den jeweiligen Zeichnern aus den Ländern. Das ist auch immer hier nochmal erklärt, wer das gemacht hat. Und das sind dann eigentlich in sich abgeschlossene runde Kurzgeschichten hier. Also das ist schon, da haben wir auch sogar jemanden aus Deutschland mit dabei. Das ist der
für die Story. Der Benjamin von Eckartsberg, der hat die Story gemacht, eine Zeichnung hat der Thomas von Kummern gemacht. Wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht so in der Tiefe, aber ich finde einfach dieses Projekt und diese Umsetzung, weil Batman ist immer ein persönlicher Favorit von mir gewesen. In Variationen, mein Lieblings-Batman-Film ist auch der Batman Begins. Mhm. Ich weiß, viele haben The Dark Knight. Aber für mich war immer der Batman so ein bisschen auch, was Frank Miller hat gemacht, kombiniert mit so dieser Phase der 80er Jahre. Ich weiß nicht, wer da die Zeichner waren. Und als ich damals in den Batman Begins gegangen bin, ins Kino, da war ich einfach geflasht und habe gesagt, das ist so ein Batman-Film, wie ich mir den vorstelle. War es 89, der mit Michael Keaton im Kino lief. Das war auch ein toller Film. Auch da muss ich sagen, Batmans Rückkehr mit Michelle Pfeiffer und mit Danny DeVito ist von dem von Tim Burton halt der bessere Film. Aber das war immer so Michael Keaton, ja, das war halt noch so bis End 80er, dann in die 90er rein, wo ich gesagt habe, nee, das ist immer noch nicht so der Batman, wie ich den haben möchte im Kino. Und der kam dann mit Batman Begins mit Christian Bale. Und deswegen ist für mich, Batman ist immer ein Favorit gewesen, auch in den 80ern, wo ich immer gesagt habe, Batman ist halt toll, weil der halt nicht so diese Superkräfte hat wie andere Superhelden, weil der einfach, ich sag mal, mit seinem Equipment und mit seiner Körperkraft halt in der Nacht gegen die Bösewichte angeht, um es mal so pauschal zu sagen. Und da ist natürlich toll, wenn man dann halt eine Bandbreite hat. Es gibt ja auch, ich habe ja sehr viele von diesen animierten Filmen in letzter Zeit gesehen. Da fand ich zum Beispiel auch sehr interessant diesen Batman Ninja, wo man einfach mal in diesem Anime-Manga-Style einen Batman umgesetzt hat mit diesem Way Over the Top ein bisschen. Den fand ich sehr gut. Ne? Und ich finde sowas halt einfach interessant, wenn man mal sagt, man gibt Zeichnern eine Chance oder man gibt Leuten mal eine Chance zu sagen, wie interpretierst du denn die Thematik? Weil ich meine, natürlich Batman-Stories gibt es wie Sand am Meer. Ne? Also das ist. Aber auch da gibt es gute Sachen, da gibt es schlechte Sachen und also das finde ich auf jeden Fall interessant vom Projekt her. Ne? Batman the World ist ein sehr interessantes und tolles Projekt. Genau aus den Gründen, die du gesagt hast, weil man halt unterschiedliche Zeichenstile hat, weil man aber auch sieht, wie die verschiedenen Teams Batman in ihre jeweiligen Länder einbauen und eben so landestypische Sachen reinmachen. Und unsere beiden deutschen Zeichen, die waren da auf eine gewisse Art sogar sehr zurückhaltend. Die haben Batman nicht in irgendeine deutsche Stadt verfrachtet, sondern die haben Batman in die Bayerischen Alpen verfrachtet. Und er war, also in Anführungszeichen, feiert mit Joker da eine richtige Hüttengaudi, also die kloppen sich dann in Tiefschnee. Und ich finde das super, die Idee, weil jeder andere hat natürlich gedacht, komm, wir schicken Batman nach Berlin oder nach Köln und lassen den um den Dom fliegen. Die haben gesagt, nee, wir beide kommen aus München. Wir wollten jetzt aber nicht, dass Batman irgendwie hier durch die Münchner Altstadt hirscht, sondern wir haben eigentlich gedacht, so, wir ziehen ihn ganz raus. Wir haben wirklich in den Schnee und dann ist da so eine bayerische Almhütte und da geht's dann ab. Und das fand ich sehr gut gemacht. Die beiden sind übrigens Deutschland dadurch bekannt, dass sie die Serie Gung Ho gemacht haben. Schöne dystopische Geschichte, sehr, sehr, sehr gut, die in diesem Jahr auch abgeschlossen wurde. Und der Zeichenstil, den die zutage legen, der ist was ganz Besonderes, weil die arbeiten ohne Outlines. Also deren Stil ist so, dass sie tatsächlich die Farben collagenhaft zusammenstellen, dass dann eben die Figuren entstehen. So viel weiß ich leider über die anderen Künstler, die da drin sind, nicht. Aber auch da ist mir, als ich den Band so mir das erste Mal schon reingezogen habe, habe ich gesehen, es sind schon sehr viele stilistische Unterschiede drin. Und das ist einfach wirklich, wirklich toll gelungen. Comic ist jetzt nicht gerade das Format, um Kurzgeschichten zu erzählen. Weißt du, wenn du auf einer Geschichte irgendwie nur 10 bis 15 Seiten Platz hast, da kannst du relativ nicht so arg in die Tiefe gehen. Kannst du nicht. Aber um dann hinter so eine Compilation zu erstellen, so ein Anthologieband, ist das genau das Richtige. Ja, das ist auf jeden Fall mal eine tolle Sache. Und wie du schon sagtest, dass man da auch die kreative Freiheit gelassen hat, den einzelnen Leuten zu sagen, hey, dann macht mal was. Ich denke mal, da wird es nicht groß Restriktionen gegeben haben. Man wird sich das Material dann angeschaut haben, hat gesagt, das passt. Und das sind ja auch sicherlich Leute, die das hier umgesetzt haben, die, ich denke mal, im Comic- oder im Graphic-Novel-Bereich
schon eine gewisse Erfahrung mitgebracht haben oder durch irgendwas hervorgestochen sind im jeweiligen Land, weil sie irgendwas gemacht haben. Und das Endprodukt, was man halt in Händen hält hier, das ist wirklich toll. Und wenn man einfach nur mal so durchblättert, dann erkennt man schon hier nach hier, das ist komplett anders. Ne? Das ist eine komplette, das hier ist, glaube ich, dieser deutsche Pass. Das ist der deutsche, ne? Genau, ja. Man merkt auch, man hat das hier so ein bisschen verschleiert, man hat so ein bisschen gespielt. Ne? Also das ist so ein Stil hier, das wirkt so ein bisschen verwaschen. Aber interessant, ja. Ne, also das ist wirklich eine tolle Sache, finde ich mal gut, sowas zu machen. Und man sieht ja da auch, man hat immer noch Potenzial im Graphic-Novel-Bereich. Ja, man kann immer noch was machen. Das ist wie im filmischen Bereich auch. Du kannst variieren, du kannst Themen drehen. Es ist halt, wie der Fan das auch annimmt oder wie der Mensch, der das halt konsumiert dann und sich anschaut im Comic-Bereich oder im Filmbereich, halt dann auch wahrnimmt. Ne? Also von daher, da sind der Idee auch keine Grenzen gesetzt. Ne? Das ist halt das Tolle. Ne? Wunderbar, damit kommen wir jetzt quasi auch schon zum am Ende, sind wir schon am Ende unserer heutigen Show angekommen. Ja, wir beide, wir kümmern uns jetzt noch um Eat My Hazy Is Not A Proper Beer Name. Eat My Hazy Is My Proper Beer Name. Vielen Dank, Ralf, dass du da warst. Ja, gerne. Vielen Dank auch, dass du uns ein bisschen so in die Konkunde mit hineingenommen hast. Und ja, bei nächster Gelegenheit können wir das ja wieder machen. Das können wir sehr gerne nochmal wiederholen. Also wir werden uns mit Sicherheit noch auf dem einen oder anderen Event wiedersehen. Und dann richten wir halt nochmal so eine gemütliche Runde ein hier. So machen wir das. Alles klar. Vielen Dank. Ne? Bis dahin. Okay, ciao.